Meine Mama hat uns im Wald ausgesetzt. Chillig, Digga. Ich hoffe, dass du nie wieder zurückkommst. Wie, du startet nicht. Digga, wir fahren safe wieder irgendeinem Flugplatz oder so. Digga, ich... What the fuck? Oh, Alter. Danny's real voice, Alter. Oben in meiner Wohnung sitzen gerade Danny und Dominik und haben legit keinen Plan, was wir heute machen. Und zwar okay. Habe ich mir überlegt, dass wir einfach eine Nacht in der Wildnis schlafen. Und einfach eine Nacht... Warum hat der so ein Freeze-Frame heute machen? Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir einfach eine Nacht in der Wildnis schlafen. Denkt Kevin, er wäre David Dobrik? Und meine Idee ist quasi gewesen, dass ich meine Freunde ein bisschen verarschen. Digga, wieso lacht er so wie David Dobrik? David Dobrik lacht auch immer so mitten im Satz, so einfach so, ich habe diese Frau da vorne mit K.O.-Tropfen betäubt. Digga, Kevin, hallo? Hallo? Kevin? Er denkt auch, er wäre deutsche Fritz Meinecke x David Dobrik. Ganz schlimmes Ding. Oh. Ich hab diese Frau da vorne unter Alkohol gesetzt, so mit ihr. Ja, Junge, komm. Und Timo und ich holen jetzt die letzten Utensilien. Nein, David Dobrik denkt, dass er Kevin wäre. Alright. Und dann geht's ab in den Wald. Okay, Bro, pass auf. Hey, das Video hab ich auch schon gemacht. Was soll die Scheiße? Kevin hat einfach meinen Content geklaut, alright? Wir brauchen so einen Rig für die Kamera, dass ja. Wir so eine Lampe und ein... Digga, chilliger Schrank mit sehr viel Equipment, Bro. Liegt so ein Zollstock drin. Mikrofon drauf basteln können. Okay, Digga. Kein Kuchen. Das ist so ein Waffenschrank hier, Bro. Holy shit. Ich glaube, der könnte passen, weil der ist halt oben nicht zu. Dann habe ich hier Akkus für dich. So ein Doppelladekabel via USB. Hä, woher kenne ich den, Bro? Woher kenne ich den? Ich kenne den irgendwoher. Wie heißt der? Chilliger Name für einen Guy. Aber, no joke. Danke, Mann. Was habe ich vergessen? Wie alles. Von Anni kenne ich ihn ja. Hat der auch einen Namen? Stefan. Ah, chillig. Was ist mit dir? Classic. Hier ist die Tür zu. Danke, Bro, für den DMCA-Takedown. Freunde, es geht los. Jetzt wird ein Vlog gedreht. Wir haben die ganze Zeit uns Kopf gemacht, was jetzt passiert und so. Also ich sag mal, ich habe für das, was wir heute machen, eine Expertin organisiert. Boah, es wird zwar sein mit Insekten oder so. Ach du Scheiße, ich weiß, wo wir sind. Kann es sein, ist das die Expertin, die eine ganz gut bekannte Person ist? Was für eine Expertin? So, ich kenne mich, ich habe gar keinen Plan von irgendwas. Ich bin's Mom, Digga, wir fahren zu deiner Mom gerade. Wir sind auf jeden Fall die Experten für heute. Ist das Kevins Mom? Also, ist das Kevins Mom? Chat, ist das Kevins Mom? Boah, schöne Augen hat sie. Kevins Mom ist actually cute. Die ist wirklich, ach, das ist die Expertin. Ich finde Kevins Mom, also, no joke, sie hat ja einen ziemlich hässlichen Sohn bekommen, aber sie ist extrem cute. Sie ist 12, alright, Chat, alright. Also ich habe meiner Mama gesagt, was wir brauchen und sie hat das vorbereitet einfach. Und das ist das, was wir jetzt mitnehmen, Freunde. Boah, die sind übel schwer. Machen wir jetzt auch? Wollen wir die jetzt schon aufmachen? Nö. Das ist deine Mama, lass sie in Ruhe. Ich bin doch ehrenlos, mir ist doch alles egal. Nee. Ihr müsst wissen, wir fahren jetzt nochmal 20 Minuten wohin. Aha. Dafür brauchen wir die Boxen. Aha. Aber bevor wir losfahren, habe ich mir überlegt, ziehen wir uns noch ein paar... Boah, ich rufe Kevin kurz an. Glaube, ich sag ihm das schnell. Der hat doch heute frei, oder? Entweder hat der ein Date oder ist in der Badewanne und wichst. Eins von beiden. Yo, Bro. Was gibt's? Bist du am Stream? Ich bin gerade am Stream und guck gerade dein Video, ne? Mhm. Und ich wollte dir nur sagen, dass ich deine Mom echt cute finde. Okay. Die ist wirklich hübsch. Bro. Wie alt ist die? Ey, Digga, ist gerade ungünstig, ich rufe dich später zurück, okay? Wie bitte? Ist gerade ungünstig, ich rufe dich später zurück. Okay. Viel Spaß in der Badewanne oder wo auch immer du gerade drin bist. Nee, bin ich in der Badewanne. Kussi. Okay. Er hat nicht gesagt, ich darf nicht. Hat Kevins Mom Instagram, ich slide rein. Ein paar geilere Sachen an. Nein. Digga. Chilliges Hanfkostüm, Bro. Einfach als Weed Nugget unterwegs, der Bro. So, Jungs, wir sind da. Da hinten seht ihr das Tor. Da geht er durch und dann ab da seid ihr auf euch gestellt. Ui. Daddy. Sie ist wirklich hübsch. Survival! Also singe jetzt noch ganz einfach mit. Okay, ja, ich dachte, dass ich jetzt in der Mitte laufe und jeder nimmt einen Henkel von euch. Okay. Und los. Henkel ist mit der... Achso, Henkel. Tschüss, Mama.
Tschüss. Boah, Digga, das ist also wirklich Sascha Huber Workout, Alter. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Sascha Huber Workout. Timo, Platz da, du Sau. Komm, hopp, 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 hopp. Weiter. Okay, kurz absetzen. Das ist die freie Wildnis, ne? Also man sieht, dass hier der Strand ist, Wildbahn. Ja, wir müssen weiter ins Dickicht und schlagen. Leute, hier vorne sind wir zu offen für den Wind und die wilden Tiere. Wenn wir so wie Bear Grylls so laufen, so. Genau. When you see the wood in the... Läuft Danny nicht einfach immer so? The tree, you know. The wood is ready to... Digga, wir sind drei mitten im Wald. Alle haben so ihre Neandertaler-Vibes, Alter. Baumfällen! Das ist mein Speer. Ihr müsst die Kisten zu zweit tragen. Was machen die da? Ich pass jetzt auf. Kann ich kurz die Kamera halten und du machst das in der Mitte? Sorry, ich bin dafür ausgebildet. Wir müssen es, glaube ich, wirklich hasseln, dass wir Lager und so hinkriegen und dann können wir chillen. Ja. Wenn wir aber nach Dunkelheit noch anfangen, oh scheiße, ich muss noch Feuer machen. Die sind halt in der kompletten Wildbahn, ne? Da hinten der betonierte Fußballplatz. Da vorne der Würstchenstand. Da hinten die öffentlichen Toiletten. Hinter dem Wald, hier hinter dem Waldstück, ist direkt ein Krankenhaus. Ist die Wildbahn, ne? Ist die Wildbahn-Chat, muss man aufpassen. Machen und so. Ich glaube, dann wird scheiße. Auf jeden Fall, wir müssen uns beeilen. Ja, direkt weiter, Digga. Oh, mit mir können wir das Jahre ziehen gehen. Was ist los? Alter Junge, ihr müsst euch vorstellen, so Fritz Meinecke macht das jede Woche. Oh. Aber Fritz Meinecke läuft nicht mit einer Metallkiste, Digga. Fritz Meinecke rennt nicht mit einer 20 Kilogramm Metallkiste in den Wald, weil er weiß, dass es überdumm ist. Digga, schau mal da hinten. Schau mal, da ist so ein riesiger Baum. Was ist, wenn wir bei dem Baum einfach so ein paar Stöcke an die Seite machen? Da können wir uns so ein Haus bauen, Digga. Chat, seht ihr auch, dass Kevins Kopf einfach fliegt? Und der hat keinen Körper irgendwie. Es kann passieren, dass der in der Nacht umfällt und dann sterben wir. Aber no risk, no fun. Also unser Plan ist es hier so das zu bauen, dass wir hier drunter pennen können. Wir müssen auch gut auf den Wind achten, weil der Wind ist hier krass teilweise. Der kühlt uns aus dann. Bruder, wirklich diese Ghillie Suits, Dicker. Wollen wir die ausziehen? Ja. Hebt ihr euch aber mal auf die Ghillie Suits. Die sind gute Insulation für später. Ey, ich hoffe, meine Mom hat gegönnt, Alter. Was ist das? Kann man die Kiste umbauen in irgendwas? Digga, die haben einfach Zelte dabei. Oh Digga, chill mal. Oh shit, hier fürs Lagerfeuer, Leute. Zum Wasser warm machen. Oh, das sind Lampen. Oh, gut erkannt, Kevin. Einfach, Digga, der geht dahin und findet eine Lootbox. Fritz Meinecke, gibst du nackt einen Stein, Alter, und der baut einfach innerhalb von 10 Minuten ein Haus. Was hast du essen anscheinend? Oh, ja. Das ist so eine Armeeplane. Oh, shit. How many bowls of water we got right there? So many bowls of water, right? Mhm. Any brothers out here? No? Okay, Danny, bitte bring dich nicht um. Jag dich so. Es ist ein sehr chilliges Haus. Also, wenn man unter dem Stock hier steht, sollte es eigentlich kein Problem sein. Ich denke mal, das Wasser sollte abfließen. Nein, weiter, oder? Weiter hinten. Haben wir keine Schutzbrille? Oh. Digga, Schutzbrille. Hey. Und Danny, Alter. Das ist der Spinnentimo. Hier. Ja. Scheiße, Mann. Komm her. Timo. Sorry, ich hatte gerade einen Termin. Was war los? Ja, war kurz Zahnarzttermin hier im Wald. Also, vom Fundament. Imagine, du spielst so Skyrim oder sowas und dann läufst du irgendwie durch die Wildnis und dann siehst du diesen komischen NPC. Was war los? Ja, war kurz Zahnarzttermin hier im Wald. Du schaust zu Skyrim und dann also, vom diesen NPC. Fundament her, sage ich mal so, lass dir nicht die Bauaufsicht sehen, ey, was wir hier treiben. Ganz schöner Oschi, ey. Fast so groß wie mein Penis. Ja. Oh mein Gott, let's go. Danny, wie viel bist du gerade hier eine Bereicherung für das Team? Digga, ich fasse lieber nichts an, weil sonst alles zusammenbrechen würde. Alles klar. Okay, wir finishen jetzt das ganze Ding hier. Wir machen hier die Seiten noch zu, irgendwie mit den Giddy Suits. Das überlegt sich der Mann. Hier stecken wir heute Hölzer hoch, weil wir keine Plane mehr haben. Hier stellen wir die zwei Kisten hin, um ein bisschen Windschutz zu machen. Ey, Digga, das ist wirklich das beschissenste Haus, was ich jemals gesehen habe. Das ist das beschissenste Haus, was ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Machen wir noch mehr Hölzer. Und dann machen wir Essen. Bis gleich. Freunde, wir haben gerade alles fertig gebaut. Sonne ist auch gerade untergegangen. Und wir geben euch jetzt quasi so eine kleine Hütten-Tour. Alright, Freunde? Die Ghillie Suits haben wir hier geused, um hier oben so zu isolieren. Dann haben wir hier unten eine Plane hingeballert. Rätsel und ich hier so festgemacht halt mit so Schnüren. Dann hier Fenster oben, das ist für wenn es regnet. Hier hinten, ja, auf ganz machen haben wir auch noch eine Fahne hingeballert. Da hinten, weil lass mal auf die andere Seite gehen. Ah, das ist das Werk von Timo und mir, Digga. Wir sind sehr stolz darauf. Wir haben hier so mit Holz und Laub haben wir hier so hochgebaut, weil wir hatten nur zwei Plane. Da müssen wir. Das ist actually smart. Und hier irgendwas einfallen lassen. Und dann haben wir hier hinten auch noch mit einem weiteren Ghillie-Suit alles abgedeckt. Passen da überhaupt drei Leute rein? Tram wild geworden, no joke. Ich find's übergeil, oder Jungs?
Perfekt, Digga. Ey, geil. Ey, ihr seid richtig motiviert gerade, oder? Steht mal ich auf. Mach jetzt Feuer! Let's go! Juhu! Wir suchen. Danny, Digga, Danny ist doch komplett drauf, Alter. Keine Velux-Fenster. Jetzt Feuerholz. Ich hab schon was. Kevin hat jetzt eine Idee. Aber wir zünden jetzt gegenseitig unsere Schwänze an, damit wir keinen Cock mehr haben. Bro, das war nicht die Idee, Digga. Dafür haben wir nicht die Kamera angemacht. Okay. Okay. Geil, Digga. Good job. Good job. Wir haben Feuer angemacht mit einem Streichholz, Männer. Also, wir haben einmal Vanille. Digga, was? Vanillepudding? Yo! Yo, okay, hä? Pasta mit Käsesoße und Schokomüsli. Hä, das ist übel geil, bitte. Heiß. Ey, no joke. Freut euch nicht zu früh. Diese Dinger schmecken so beschissen. Diese Dinger schmecken so bekackt einfach. Das ist einfach nur widerlich, Mann. Ey, ich hab die in Schweden. Habe ich die gegessen und ich hatte wirklich kranken Hunger. Ich hatte richtig kranken Hunger. Digga. Ist es Wasser rein? Fucking Schlaganfall. Hunger! Ich hatte Hunger, Mann. Ich hatte Hunger. Und ich habe das gegessen morgens und das hat einfach geschmeckt. Das hat einfach geschmeckt wie Scheiße. Und ich schwör's euch, ich wäre lieber vor Hunger. Wirklich, ich weiß mich jetzt selber in eine geschlossene ein. Mir reicht's, Alter. Bringt doch alles nichts. Ja, das schmeckt auf jeden Fall ziemlich scheiße. Umrühren, warten, essen. Digga, warum kann Kochen nicht immer so einfach sein? What the fuck? Oh, guck mal, Timo, so. War das so? Ja. Ach du Scheiße, das wird niemals funktionieren. Digga, wir werden das nie wieder aufkommen. Das ist so eine geile Technik hier, Alter. Boah, Rätselmann 1 riecht richtig geil, Digga. No joke. Smoke den Joint und denk an nix. Als ob die da nicht im Wald gekifft haben. Kevin hat bestimmt wieder richtig viel Bon geraucht, no joke. Kevin hat richtig viel Bon wieder geraucht, da bin ich mir sicher. Boah, Digga, das ist übergeil. Guck mal, das Ding ist, das sagt auch so im Bear Grylls und so immer. Ey Leute, ich weiß, es sieht wahrscheinlich gerade für euch richtig eklig aus, aber wenn man einen halben Tag gehungert hat, ist einfach nur lecker. Und so oder halben Tag gehummert. Ist es gerade auch einfach. Freunde, ich habe gerade einen kompletten Apfel gegessen und jetzt habe ich geisteskranke allergische Reaktion. Mein Hals ist angeschwollen und ich habe mein Auge gerieben. Ich sag doch, dass sie gekifft haben. Eine halbe Stunde lang. Alter. Das ist absolut gelogen. Kevin hat keine allergische Reaktion auf Äpfel, der hat einfach nur gekifft. Genug Wasser drin für 2 Puddings noch? Timo, du kannst dir gefälligst selber dein Wasser machen. Was soll denn der Scheiß? Ist auch eigentlich chillig, wenn man in der Wildnis so eine allergische Reaktion hat. Wenn es gleich scheiße schmeckt, dann ich spuck's einfach aus. Okay. Du Digga, Danny. Wie kann man denn so ekelhaft sein? Er spuckt's aus. Einfach in das Haus rein. Shit's disgusting. Hat er die Linse angespuckt? Ich brauch mehr Wasser, Timo. Same. Ich brauch einen Pudding. Ja, das ist mir egal. We all need more water. Ich werde gucken, wo auf uns. Kann mal jemand jetzt Timon Pudding machen, aber nicht ich? Sag mal, das Wasser ist, ihr müsst doch nur Wasser da reinfüllen. Was ist jetzt denn hier für ein Stress eigentlich? Hier, Mr. Tambourine-Man! Mann, ich mach grad Lichtschiffe. Ich hab immer noch keinen Pudding. Film das mal bitte. Ja. Bro, ich hab so Bock wieder. Ey, die Get On My Level Hose, don't hate on her, ja? Leute, die ist insane, so. Get On My Level Hose, die hält alles ab, Alter. Das ist krass. Ich habe über Bock mit Kevin wieder diesen komischen Trip zu machen, dass wir uns wieder so ein Van mieten und dann einfach losfahren. Habe ich eigentlich Bock drauf. Boah, so eine Van-Tour, ne? Mit Kevin doch, das war da eigentlich voll nice. Wie traurig. Ja, ich kann nicht reden, komm, scheiß drauf. Immer noch kein Pudding, film mal. Kann jetzt noch jemand Timo bitte einen Pudding machen? Nee, Timo kann man nur lassen. Was willst du, ich will einen Pudding? Digga, ich sehe immer noch nichts, Mann. Flashbang. Lass doch morgen filmen, wie wir einfach aufwachen und gegen sich unsere Schwänze lutschen. Okay. Oh nein, Rätsmann. Oh nein, Digga. Hast du gut geschlafen, Bro? Ich hab richtig super geschlafen. Also, es war echt kaum windig und echt auch schön warm. Und mir tut es nicht der ganze Rücken weh. Ich hatte in der Nacht 50 Warnkrämpfe oder so. Digga. So, das hab ich gehört, ja. Du hast gestern eine Banane und Apfel gegessen und dein Körper kommt darauf gar nicht mehr klar, jetzt was hier an Vitaminen gerade reinkommt. Willst du geschlafen, Bro? Brauchst du etwa? Nein. Mama, kannst du uns abholen? Mama, kannst du uns abholen? Und so neigt sich ein Abenteuer dem Ende zu. Und Danny, wie fandest du es? Es war eine Nacht. Ernährungstechnisch war es nicht so Poggers, wie ich erwartet habe. Also Ernährung war bei mir jetzt nicht so Poggers, wie schon gesagt. Könntest du vielleicht nochmal ganz kurz Digga. Wie kann man... Ich weiß nicht warum, es ist auch wirklich kein Front, aber warum macht diese Hose einfach direkt alles asozial? Guck mal, wie er aussieht.
Oh nein, Digga. Cool. Wir haben es überlebt. Oh, guck mal, ein Wolf. Ja, mach mal ab ins Auto. Schönes Video. Jungs. Ja, chillig, Digga. Schade.